Guten herzlichen Tag. Der Ömi ist jetzt mal wieder da und will noch mal eine Runde Slash-M zocken, obwohl er so ein Supernobi ist und da gar nicht zurechtkommt. Aber immerhin habe ich es gestern mal geschafft, bis Level 11 zu kommen. Also, das ist jetzt praktisch so mein persönlicher Rekord. Außerdem muss ich zugeben, dass ich das Spiel ein bisschen umgemottet habe, wie man es von mir ja wahrscheinlich kennt. Nämlich erstens hat es mich genervt, dass die in Slash-M unbedingt den Erfahrungspunkte-Chart so ändern mussten, dass man doppelt so lang fürs erste Level abbraucht. Und praktisch ewig lang, also zumindest so lang, wie ich normalerweise überlebe, ein Level niedriger ist und somit gar keine Chance gegen die Gegner hat. Das habe ich so umgemottet, dass es das wieder so ist wie früher, dass man mit 20 Erbsen das erste Level abkriegt und nicht erst mit 40, weil sonst wäre es ja so, als wäre praktisch ein dauerhafter Extra-Schwer-Modus aktiv, den man gar nicht wegkriegen kann. Und ich habe es auch so gemacht, dass die nervigen Items nicht mehr so unendlich viel wiegen, weil das natürlich immer nervig ist in allen Rollenspielen, wenn das Bastard-Gewichtslimit zu niedrig ist. Und da ich nämlich das Gewichtslimit selber leider nicht erniedrigen kann, habe ich stattdessen so gemacht, dass halt die Items weniger wiegen. Allerdings buggt das System da ein bisschen rum. Ich habe es nämlich auch so eingestellt, dass die Items jetzt anzeigen, wie viel sie wiegen. Und da ist es dann also so, dass gleichartige Objekte, also zum Beispiel zwei Zaubertränke, also Potions, die genau gleich sind, unterschiedliche Gewichte anzeigen. Dass zum Beispiel dann das eine Potion ein Gewicht von 1 anzeigt und das andere eins von 20, obwohl sie genau gleich sind. Aber immerhin, durch das Mod ist es ein bisschen besser geworden und man ist nicht mehr ständig überladen wegen jedem Pups. Und dann wird's jetzt also losgehen. Und ich bin natürlich auch immer noch dieser komische Kauz, der hier immer auf Random geht. So nach dem Motto, wenn es schon eine Random-Funktion gibt, dann benutze ich sie natürlich auch. Ich hoffe mal, dass ich jetzt auch mal ein bisschen mehr kommentieren werde. Ich bin anscheinend ein Rookie. Und vor allem die Sachen wiegen ja voll viel. Nämlich offensichtlich ist es auch so, dass, obwohl ich es eigentlich so gemoddet habe, dass viele Items jetzt nur noch 0 wiegen, wie etwa Scrolls und Potions, dass die dann trotzdem immer noch mindestens 1 wiegen. Also anscheinend funktioniert das Spiel so, dass alles immer mindestens eine Gewichtseinheit wiegen muss. Leider. Und ich habe zumindest gelesen, dass das Geld, das man hat, auch was wiegt. Obwohl es das gar nicht anzeigt. Egal, jetzt gucken wir mal, was wir haben. Die Scrolls auf Teleport sind natürlich nützlich. Ich hoffe nur, dass ich nicht vergesse, die einzulösen, wenn es kritisch wird. Und was ich auch herausgefunden habe, ist, dass es Techniken gibt in Slash-M. Ja, na toll. Ob das wohl ein Angriff ist? Dummerweise zeigen die Fähigkeiten das nämlich nicht an. Egal, jetzt geht's jedenfalls los. Mal sehen, wie schnell ich diesmal sterbe. Na toll. Gleich mal so ein Ärschi wie ich. Ja, Glück gehabt, ich hab fertig gemacht. Na toll, da kommen lauter Ers. Bah, da kommen ganz viele Ärschi-Misis. Na toll, wenn es so weitergeht, bin ich nämlich gleich tot. Dann versuche ich jetzt mal diese komische Technik und wenn das jetzt nichts macht, dann bin ich tot gemacht. Na, noch gibt's mich, aber. Na toll. Hey, ist das schlecht? Was geht es aber auch nicht los? Ist ja unfair. Und die Highscore-Liste funktioniert immer noch nicht richtig. Ich hätte nämlich eigentlich versucht, das umzustellen. Aber anscheinend hat das nicht geklappt. Eines Tages wollten Roboter Hä, das ist doch so eingestellt rufen. jetzt, dass nur 10 Scores angezeigt werden. Warum funktioniert das denn nicht? Egal, auf jeden Fall bin ich tot gemacht, was ja ganz schön schnell gegangen ist. Und jetzt will das Fenster natürlich nicht wieder an derselben Stelle entstehen, was echt mal toll ist.
Mit dem Wizard war ich eigentlich zuletzt mal ganz gut. Mal sehen, ob ich das diesmal auch bin. Immerhin einige gute Sprüche. WTF, Vanish? So, dass man nie weiß, was die machen. Egal, mal sehen, wie schnell ich diesmal sterbe. Was, es gibt gerade mal einen Erfahrungspunkt. Hä? Keine Ahnung, was das macht. Hä? Okay. Und ja, ich weiß, wenn man Ringe anzieht, dann geht der Hungermeter schneller rauf, aber na und? Ich sterb ja so oder so. Weil das Spiel nämlich einfach unfair ist. Und einen immer killt. Hä, toll. Ist das ein loser Katzenhund? Hab schon gedacht, dass er nochmal reinfällt. Ich frage mich auch, ob die Spike Pits auch schon in Level 1 kommen können. Nämlich die Spike Pits zeichnen sich dadurch aus, dass sie einen Insta killen können. Allerdings gibt es leider auch alles mögliche andere in diesem Spiel, was einen Insta killen kann. Und was einen nicht Insta killen kann, das killt einen einfach, indem es schneller rumlaufen kann als man selbst. Zum Beispiel diese verdammten Ameisen, die voll unfair sind. Ja, na toll. Tür aufgehämmert. Das trifft ja gar nie. Keine Ahnung, warum manchmal der Katzenhund einfach nicht hinterherkommen will. Guck mal, wie blöd der Katzenhund ist. Na toll, jetzt hätte ich wieder tot gemacht. Es sei denn, ich setze irgend so einen Zauberspruch ein. Bella Bella! Ja, Glück gehabt, das hat das Viech gekillt. Aber das Mana lädt sich auch immer ganz langsam auf. Glück gehabt. Was, aber das hat mir so viel Striche abgezogen? Das ist ja mal unfair. Weil immerhin bin ich ja erst Level 2. Zumindest bis ich dann wieder tot bin. Ich frage mich ja echt, wie irgendwelche Leute dauernd Slash M spielen können, weil man muss ja ständig neu anfangen, weil man ständig stirbt. Ach so, weil ich zum Glück resistent dagegen bin. Ja, na klar. Manche Leichen sind irgendwie sofort verrottet, wenn man sie findet. Dann kommt hier so ein Ladenbesitzer, Mofo. So, das zeigt an, dass die 1 wiegen. So komischer Katzenhund, hol mir irgendwas.
Hey, der soll das Wellbox hierher bringen. Wie schwer muss das denn sein? Dieser blöde Katzenhund. Der soll das endlich mal machen. Ich will auf wenigstens einen Spellbock kriegen. Ach, ist der Katzenhund blöd. Ja, Glück gehabt, ist na toll, aber der macht ja gar nichts. Ich könnte zwar versuchen, ihn trotzdem einzulösen, aber der bringt wahrscheinlich nichts. Wobei, ich guck mal, ob das überhaupt die ganze Zeit aufnimmt. Ja, das tut's. Ah, bringt nichts. Dieser blöde Katzenhund soll einen richtigen Spellbook holen. Gibt's ja wohl nicht. Hä? Okay. Keine Ahnung, wodurch ich zum Teufel Stärke gekriegt habe. Das ist ein blöder Katzenhund. Na, jetzt hat er endlich mal welche gebracht. Wird auch Zeit. Dann werden die jetzt natürlich eingelöst. Ja, Glück gehabt. Das war auf jeden Fall mal ein guter Spell. Mal sehen, was der andere Spellbook macht. Boah, sogar noch besser. Der war für einen Heilzauber. Aber wahrscheinlich ist es so, dass ich jetzt nämlich wieder bald sterben werde. Weil es ja nicht sein darf, dass ich auch noch das Glück habe, gleich zwei gute Spellbooks zu finden. Flames Bier eingelöst. Na toll. Muss dieser Katzenhund natürlich die Erbsen klauen. Na klar. Du aufgehämmert. Hä? So, das ist so ein Teil. Na toll. Na endlich. Ach so. Das Teil verätzt einen ja, glaube ich, wenn man versucht, es zu essen. So sollte man das wohl besser nicht tun. Ah. Was macht das Teil hier? Das verfolgt mich. Na super. Zum Glück hat es ja nicht so viel abgezogen. Man findet hier ja nie was zu essen. Ach, das Teil ist gar nicht feindlich. Aber ich hoffe, dass es was zu essen droppt. Bella Power! Ja, Glück gehabt! Na klar! Super, immer noch hungrig. Force Bolt einlösen! Wieder keine Leiche, die man essen könnte. Oh nein! Jetzt bin ich nämlich bald erledigt. Ah, Glück gehabt, hier ist was, das man essen kann. Weil wahrscheinlich wird mein nerviger Gott, an den ich gar nicht glaube,
mich jetzt noch nicht mal heilen, wenn ich versuche zu beten, sondern der wird mich dann wahrscheinlich killen. Aber es ist trotzdem nervig, dass hier nichts zu essen kommen will. Oder zumindest so gut wie nichts. Aus dem Weg, du blöde Tür. Na toll. Ja, Glück gehabt, endlich mal wieder eine Leiche. Das heißt genau genommen. Bin mir nicht sicher, ob die verrotten können. Nämlich es gibt ein paar Leichen, die das nicht können. Aber wer kann sich das schon immer merken? Na toll, hier gibt es eine Rüstung. Ja, das ist aber was Gutes. Na toll, keine Leiche. Und es ist nämlich so ganz nervig, dass dem Wizard seine Zaubersprüche nicht mehr richtig gehen, wenn er eine zu schwere Rüstung trägt. Und keine Ahnung, wo es jetzt weitergeht. Oh nein, da kommt ein Köterbastard. Die wird es mir wahrscheinlich zeigen. Zauberspruch einlöst. Balabala. Oh nein, was schießt es denn daneben? Ist das schlecht? Hey, dieser Bastardköter erledigt. Gerade für das, dass er mich angegriffen hat, wird er jetzt aufgefressen. Was denkt der denn? Dass der einfach so auf mich losgehen kann. Ach, der komische Typ wieder. Hurra! Wusste ich doch, dass hier irgendwas Geheimes sein muss. Da kommt was ganz Mieses. Ich zeig's dir. Na toll, da kommen mehrere. Weggehämmert, du alter Nervkopf. Aber abgesehen von den paar Leichen, die ab und zu kommen, gibt es in diesem Spiel ja echt so gut wie nichts zu essen. Ich weiß natürlich, dass es immer Zufall ist, aber trotzdem nervt's. Der Zwerg ist ja sogar mit mir verbündet. Und der Katzenhund geht natürlich immer auf den los. Weil der hat da ja Items. Ein Wesat kann natürlich nichts mit so einem Zeug anfangen. Versuche jetzt mal zu testen, ob die Teile verflucht sind. Sind sie ja öfters mal. So, da scheint der Katzenhund jedenfalls nicht drauf rumlaufen zu wollen. Auf dem anderen. Der hüpft da immer drüber. Na, da geht er aber drauf. Wehe dir komischem Katzenhund, wenn das Teil jetzt trotzdem verflucht ist. Großes Problem ist, dass das Spiel sehr viel unschaffbarer wird, wenn man Treppen nach unten nimmt.
Na klar. Man hat Glück gehabt, dass es mich nicht gekillt hat. Ich hab's auch so gemacht, dass diese Kisten nicht mehr so unendlich viel wiegen. Boah, da ist sogar zur Abwechslung mal was zu essen, was es ja nur selten gibt. Dann kommen auch noch Gnome. Weil die ja irgendwie mit mir verbündet sind. Keine Ahnung warum. Hier muss man jetzt natürlich raten, welche Treppe wohin führt. Komm her, du komisch Viech. Komm. Aber auf jeden Fall ist es nämlich leider so, dass wenn man zu schnell in die tieferen Levels vordringt, dann hat man einfach überhaupt keine Chance gegen die Gegner, die da kommen. Das ist voll unfair. Man muss also praktisch hochleveln, was aber überhaupt keinen Spaß macht. Und was noch viel schlimmer ist, man muss Items suchen. Und wenn man dann stirbt, dann sind die alle wieder weg und man darf sie nochmal zusammensuchen. Und wer hat da schon Bock drauf? Na toll, das ist was ganz Mieses und deshalb gehe ich da lieber erstmal nicht hin. Da kommt dieser komische Gnom. Und jetzt wird der natürlich schon wieder hungrig. Natürlich unbeleuchtet. Na, offensichtlich bin ich in der Mine. Soviel ich weiß, ist es so, dass diese Gnomenleichen fast immer vergiftet sind. Zombie erledigt. Keine Ahnung, warum zum Teufel die Hobbits feindlich sind. Ach, der schon wieder. Kommt ständig Zombie im Hiesis. Na toll. Ey, der frisst mir alles weg, dieser verdammte Katzenhund. Ey, jetzt reicht's aber. Oh nein, das Vieh ist dagegen resistent. Flames 4 aktiviert. Level geschafft. Ja, ich habe ein Level geschafft, weil ich nämlich super bin. Die Rocks wiegen irgendwie tatsächlich nichts. Aber alles andere, bei dem ich so eingestellt habe, dass es eigentlich nicht nichts wiegen sollte, das wiegt mittlerweile. Also wiegt immer noch was. Wobei das meiste ja jetzt immerhin nur noch eins wiegt. Dadurch wird das Spiel dann doch um einiges spielbarer. Ach, was soll's, dann esse ich halt einfach mal so eine Leiche, auch wenn ich mich wahrscheinlich vergiften werde. Na soll. So ein Nervteil. Flames 4 eingesetzt! Bumm! Nämlich vor einiger Zeit hatte ich hier in Slash M auch mal einen Fire Mage als Charakterklasse. Und mit dem war ich auch ganz schön gut. Soviel ich weiß, war der Fire Mage der, mit dem ich es bis nach Level 11 geschafft habe. Da war dann aber so ein Bastard-Vampir, der mich voll fertig gemacht hat. Weil wie gesagt, in den höheren Levels kommen Gegner, die man einfach überhaupt nicht besiegen kann. Und jetzt kommt auch noch ein weißer Kite, der ist ein schwerer Gegner. Hä? Na, da kommt ein feindlicher Köter. Na
voller Power. Na super. Was trifft das denn nie? Ja, aber der Köterpass hat es dort gemacht. Ich geb's dir, du verdammter Drache. Na toll, der Drache. Nee, Glück gehabt, der ist doch nicht genauso schnell wie ich. Flames 4 eingelöst. Ja, Glück gehabt, das ist der Drache tot gemacht. Aber natürlich war dieser blöde Katzenhund mal wieder so schlau. Und hat gedacht, er müsste den toten Drache wegessen, obwohl er mir gehört hat. Ja, toll. Ist das ein loser Katzenhund? Hä, toll. Aber immerhin kein Spike-Pit. Allein, dass er sofort killen kann. Hä? Ich muss durch das Pit jetzt sogar durch. Das ist ja total inakzeptabel. Wie ist es? Dann gehe ich halt wieder hierher zurück. Mal sehen, was hier jetzt so los ist. Na toll, da kommt schon wieder so ein bastardiger Köter. Böller Power! Den Bastardköter habe ich jetzt aber vielleicht mal gezeigt. Oh nein, da kommen ja ganz viele Fieslinge. Vor allem habe ich jetzt irgendwie die falsche Taste gedrückt, keine Ahnung, was das war. Ich wollte nämlich eigentlich gucken, was das für Fieslinge sind. Egal, Force Bolt einlösen. Abgelevelt. Ich habe ein Level geschafft, weil ich nämlich super bin. Es wird dir schon wieder hungrig. Zumindest, falls es überhaupt ein der ist, ich glaube nicht. Ja, anscheinend nicht. Ich benutze irgendwie immer das generische Maskulin, wenn ich was sage, dass ich auf meinen Charakter beziehen soll. Ey, es kommt hier nämlich dieser Oberfiesling, der überhaupt nicht besiegt werden kann. Flames 4 einsetzen. Force Bolt einsetzen. Ach, das Vieh ist sogar schon tot gemacht. Normalerweise sind diese Gestaltwandler nämlich auch total die unbesiegbaren Gegner. Allerdings, ich glaube, das Video geht auch schon ganz schön lang. War eigentlich noch nicht so arg. Was zum Teufel ist das jetzt? Auch wieder so ein Teil. Keine Ahnung, wo mein Flames 4 eigentlich mittlerweile ist. Das darf ich natürlich mal wieder suchen. So, Moment mal. Da ist ein Spellbook. Na super. Was muss der Charakter denn immer hungrig sein? Ist aber ein ziemlich nützlicher Spell. Zumindest wenn ich ihn casten könnte. Kann ich aber natürlich nicht. Oh, dieser blöde Katzenhund. Das gibt's ja nicht, jetzt sterbe ich wegen dem. Weil er nicht will, dass ich Leichen krieg. Ich kill den Katzenhund, wenn's so weitergeht.
Vor allem kann ich nämlich wahrscheinlich noch nicht mal beten. Diese Truhen sind natürlich immer verschlossen. Na toll, dann kille ich jetzt den blöden Katzenhund in der Hoffnung, dass der wenigstens eine Leiche hinterlässt. Was? Oder offensichtlich auch nicht. Dann bin ich ja jetzt am Verlieren. Weil beten kann ich mit Sicherheit auch nicht. Oh nein, jetzt bin ich sowieso erledigt, weil diese Ameisen nämlich überhaupt nicht besiegt werden könnten. Boah, der Teleport hat mir ja jetzt mal was gebracht. Ich könnte hier zwar irgendwas versuchen, aber das wird mir mit Sicherheit auch nichts bringen. Düdelü, düdelü, keine Ahnung, was dieses unsichtbar machen sein soll. Es scheint jedenfalls nichts gebracht zu haben. Und vor allem einige von diesen Scrolls wären verflucht gewesen. Na toll, was wollte aber auch einfach nichts zu essen kommen. Ich war unsichtbar. Von wegen, diese blöden Ameisen haben mich trotzdem gesehen. Ja, ich weiß, einige werden jetzt Go Team End sagen. Das ist ja immer noch verbuggt. So sehe ich ja gar nicht, wo ich stehe. Na toll. Aber gut, jetzt kommt jedenfalls das nächste Video.